Hallo zusammen, wir haben hier eine Tiefkühltruhe für ein Speiseeisfahrrad. Und zwar habe ich hier eine Länge von 83 cm, ich habe eine Breite von 66 cm und ich habe eine Höhe von 78 cm. Wir haben oben einen Schiebedeckel, das zeige ich euch nachher. Und wir haben hier einen Digitalthermostaten und hier zeigt er jetzt minus 19 Grad an. Das Ziel ist regulierbar zwischen minus 15 bis minus 25 Grad. Wir könnten die Truhe auch so betreiben als Getränkekühler mit plus 5 Grad. Die Abdeckung hier kommt dann hier noch drauf. Ich habe hier einen Propanverdichter drin, ein BD100, das ist also ein 12 Volt Kompressor mit einem Zusatzlüfter wegen der Abwärme und ich habe hier eine Liontron Batterie drin. Mit dem App kann ich dann abfragen, wie es dieser Batterie geht. Ich sehe zum Beispiel hier auf dem App, diese Batterie hat 92% Kapazität. Wir haben eine Kapazität von 44 Amperestunden. Das heißt, beim durchschnittlichen Verbrauch von 4 bis 5 Ampere hält die Truhe zwischen 8 und 10 Stunden. Wir haben auch hier die Möglichkeit, eine doppelt so große Batterie einzusetzen, die 80 Ampere. Und dann habe ich eigentlich nochmals doppelt so lange Kapazität. Wir haben hier ein Batterieladegerät drin. Das Batterieladegerät kann die Batterie in etwa 6 Stunden laden. Wir haben an dieser Truhe nur einen 230 Volt Anschluss. Jetzt, das ist für Deutschland in Schuko. Wir haben hier die Abfrage der Batterie, hier kann man dann die Batterie abfragen. Ja, sonst zur Technik ist da nicht viel zu sagen. Einfach aufladen, betreiben. Ich kann hier über den Temperaturregler lange drücken. 3 Sekunden. Kann ich die Kühlgerät ausschalten, beziehungsweise wieder lange drücken. Kann ich das Kühlgerät wieder einschalten. Zeigt sofort wieder die aktuelle Temperatur an. Wir schauen uns das Gerät jetzt von oben her an. Also hier sehen wir noch das Tippenschild. Das ist eine EF E2224. Läuft auf 230 Volt bzw. 12 Volt Grundspannung. Hier erwähnt den Schiebedeckel. Die Geräte gibt es ohne Körbe, optional gibt es Körbe. Wir haben noch eine Temperaturanzeige. Wir haben Maximum Beladungsgrad drin im 200 Liter Volumen um ein Fahrrad zu montieren. Ja, ich mache euch hier oben einen Link auf die Batterie. Hier oben ein Link auf sonst irgendwie eine Truhe in der Version. Die alten gibt es nicht mehr. Unten verlinke ich euch noch den alten Katalog zur Übersicht. Und somit wünsche ich euch einen schönen Tag.